Willkommen zurück, Freunde der rohen Gewalt und des sinnlosen Mordens. Wir spielen heute... Also erstmal spielen wir Star Wars Battlefront, wie ihr sicherlich bereits aus dem Titel bei YouTube entnehmen konntet. Ja, für alle die es noch nicht wussten. Soll es auch geben. Was spielen wir heute? Wir spielen Helden vs. Schurken. Warum? Weiß ich nicht. Weil wir es lange nicht gespielt haben. Und ich hoffe, wir sind auf der Seite... Ja, wir sind auf der Seite der Bösen. Ja! Yeah! Warum freue ich mich? Einfach deswegen, als wir die ganzen Spielvarianten durchgetestet haben, wir haben ja jedes einzelne hier mal angespielt und getestet, ist mir, und ich hoffe euch auch, also die, die es gesehen haben zumindest, aufgefallen, dass der Ausgleich, diese Balance der Stärke zwischen Helden und Schurken hier etwas, ja, wie soll ich sagen, daneben ist. Also die Schurken sind halt hier doch meiner Meinung nach ein ganzes Stück stärker als die Helden. Zumal man halt, ja, wie soll ich sagen, man hat halt einfach nur bei den Helden zwei Helden mit einer Pistole und einen mit einem Laserschwert, und bei den Bösen hat man halt ein Laserschwert, einer, der Strom aus seinen Händen schießen kann, und einer, der hat halt ein übel krasses Jetpack. Ja. So viel dazu. Da, seht ihr? Das meine ich. Und ob eine Prinzessin da mit ihrer Pistole genauso stark ist wie der, mag ich zu bezweifeln. Einer weniger. Was? Jetzt schon? Nee. Achso, ich dachte jetzt ein Held. Ja, aber ist egal. Wir sind jetzt mal total unvoreingenommen, weil wir auch auf der anderen Seite sind. Und gucken mal, was hier geht. Viper sucht Ruide. Also was die Dinger machen, habe ich auch noch keinen Plan. Ich finde die bis jetzt noch so nutzlos. Was? Was habe ich denn hier von Vader in meinem Team, ey? Erstmal machen wir mal den Typen kalt. Okay. Leia haben wir schon mal ordentlich Schaden angerückt. Okay, Luke Skywalker ist auch tot. Dann haben sich Vader und Skywalker wahrscheinlich gegenseitig getötet. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die anderen noch sterben. Wir müssen jetzt Prinzessin Leia weiter so einballern, wie wir es eben gemacht haben. Dann... Okay, sie ist schon tot. Okay. Dann halt den Solo. Alle Helden besiegt. Ja, wir gewonnen. Nice. Spürt ihr die dunkle Macht in euch? Merkt ihr diese O-Penis? Ich hab Penis gesagt. diese Overpowerness. Klingt das besser? Ja. Der Bösen. Alter, jetzt krieg ich wirklich einen Lachanfall, weil ich mich jetzt über Penis gefreut habe. Okay. Wir sind immer noch kein Held, aber wir sind der Heldenkiller. Wir sind ja quasi der Randy Orton unter den Sturmtrupplern. Das darf man nicht vergessen. Auch ein Randy Orton kann Darth Vader töten. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Da hilft doch deine Granate nichts, Kumpel. Du bist tot. Was? Schockentruppler, werde ein Held, Leibwächter. Cool. Ich wusste ja nicht, dass es sowas gibt. Ich hol mir die Prämie für deinen Kopf. Ich habe keine Ahnung, was macht das. Wow! Okay. Also an die Waffen muss ich mich erst noch gewöhnen. Was? Ja, da wird Skywalker gleich tot. Nice. Unser Darth Vader ist noch am Leben, Skywalker ist tot, das ist richtig gut. Kann mir mal noch einer erklären, was die Waffen hier machen? Ich hab's noch nicht so... Okay, die alte holen wir uns. Hä?
Hä? Gott, war ich noch drin? Echt, ja. Okay. Ja, also eigentlich haben wir schon gewonnen, weil wir haben halt immer noch, was ich vorhin erklärt habe, diese beiden, ich sag jetzt mal, Fernkämpfer. Okay, jetzt ist es halt nur noch einer. Aber sie haben halt einfach nur zwei Leute, die mit einer Pistole schießen können. Also wenn sich unser Imperator jetzt nicht blöd anstellt und weiß, was er kann, dann haben wir halt echt gewonnen. Die Alte ist auch gleich tot. Ich weiß halt nicht, wie viel Leben unser Imperator noch hat. Ah, okay, wir hätten jetzt wieder Leibwächter werden können. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Alter, der Typ ist nicht schlecht. Der hält... Ih, sind wir gerade in Sumpf gefallen? Ekelhaft. Okay, diesmal könnten wir keine Leibwächter werden. Sollten wir... Oh, da oben sind zwei Leibwächter. Okay. Lea ist besiegt. Los, mach den Solo kalt. Ja, yeah, nice. Wir haben wieder gewonnen. Zwei. Alter, die Leibwächter sehen cool aus. Die gefallen mir auf jeden Fall. Steht 2-0, dürfen wir Held sein? Sind wir ein Held? Darth Vader, nice. Ich weiß, scheiße, ich hätte verdammt nochmal googeln sollen, jetzt wie ich Schüsse abwehre. War das mit Viereck? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir müssen uns auf jeden Fall um Luke Skywalker kümmern, so viel ist klar. Wir gehen einfach mal mit unserem Imperator zusammen, weil solange wir immer zu zweit durch die Gegend ziehen, sollten wir eigentlich so ziemlich unbesiegbar sein. Außer die kommen natürlich zu dritt. Dann hilft uns auch das nichts. Was macht der da im Wasser? Geht er wieder raus? Wir bleiben bei unserem Imperator. Meister, ich folge dir. Zeige mir die Macht. Da ist er. Nice. Okay, Nummer 1 ist tot. Sie können gegen die dunkle Seite nicht bestehen. So, habt ihr gesehen? Der ist auch schon wieder fast tot. So, Nummer 2 ist tot. Easy. Wir sind total Vader. Ja, versteht ihr? Ja, zack. Tot. Das ist einfach so lächerlich. So, wo ist denn hier die Tante? Die wird jetzt noch ordentlich gefistet und dann ist hier Ruhe. Komm noch. Zack, Junge, kriegst du eine Rennen. Sag ich dir doch. So. Easy. Seht ihr, das ist das einfach. Wir müssen nur zusammenbleiben und alle sind tot. Also es hat sich an dem Spiel noch nichts geändert. Wir sind einfach nur diesmal auf der richtigen Seite. Du spielst nächste Runde als Imperator. Nice. Wir machen also das gleiche wie eben. Wir bleiben einfach mit Darth Vader zusammen. Hey, wie macht ihr das? Los, Kumpel. Ich hoffe, du bist besser, als du aussiehst. So, ich weiß gerade nicht bei ihm, was er kann. Wo ist Darth Vader? Wir bleiben trotzdem bei Darth Vader. Komm, Kumpel. Kommst du mit mir, ja? So. Komm mit, Junge. Hey, Vader. Baby. Komm, Junge. Komm. Hier lang. Komm. So. Scheiße, wo ist Vader? Wir müssen Vader finden. Wir dürfen Vader nicht allein lassen. Ach, ist auch egal. Komm, wir machen die alleine kalt. Da ist er. Und er ist tot. So. Wir sind Rang 12. Alter.
Das bringt übelst XP, dieses Spiel. Nice. 4-0. Oh, wenn das bei 5-0 vorbei ist, dann... Oh, das geht ganz schön schnell. Okay, wir sind wieder Sturmtruppler. Aber nicht irgendeiner, nein, wir sind ein Imperialer. Sorgt dafür, dass die Rebellen keinen unserer Helden attackieren. Ja, ja, ist okay. Wir können eh nicht verlieren. Ist das einfach. Okay, also, ja. Nee, es macht halt echt... Es macht halt echt Laune, solange man auf der dunklen Seite ist. Aber wenn man bei den Guten spielt, dann... Geh weg. Los, mach die tot. Die kann doch eh nicht. Mach die einfach tot. Ich weiß ja doch überhaupt nicht, wie man... Da ist er, da ist er. Ah, okay. 81 Leben. Wenn die halt einfach konstant draufgehen würden, ohne wegzurennen, dann wäre das Spiel schon lange vorbei. Okay. Luke ist schon mal tot. Han Solo ist tot. Prinzessin Leia ist gleich tot. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand diesen Spielmodus cool findet, wenn er ihn das erste Mal spielt, wie wir beim letzten Mal, und direkt beim ersten Mal halt bei den Guten ist. Weil, also, ne? Ich meine, meine Reaktion habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Also es macht halt einfach wirklich keinen Spaß, wenn man auf der Seite der Guten spielt, weil man nur auf die Fresse bekommt. Ist halt so. Man kann nicht mal was dagegen tun. Wo ist denn hier jemand? Hier oben oder was? Oder ist hier noch drinne? Keine Ahnung. Ach ja. So. Okay. Boom. Der gehört mir. Okay. Das war's. Ja. Easy. Wenn wir jetzt nochmal auf die böse Seite kommen, dann können wir gerne noch eine Runde spielen. Falls wir jetzt auf die gute kommen, dann lassen wir es einfach so stehen. Trotzdem hat man eine etwas kürzere Folge. Aber ihr habt halt gesehen, das ist, dieser Spielmodus ist halt einfach sinnlos, solange das nicht irgendwie ein bisschen balanced wird. Hier muss halt echt noch ein bisschen was gemacht werden bei dem Spiel. EA, macht euch einen Kopf. So. Aber wir brauchen nicht mehr... Oh, wir sind Level 12, ey. Wir brauchen echt nicht mehr lange, dann haben wir endlich unser Jetpack. Das freut mich auf jeden Fall am meisten. Und dann können wir hier nämlich geil abschwimmen. Ja, nee, wir sind auf der falschen Seite. ja, komm. Wir haben jetzt immerhin schon, ich glaube, 12 Minuten, 13 Minuten müssen wir jetzt haben. Ist halt mal eine etwas kürzere Folge, tut mir leid, aber es macht halt echt keinen Sinn. Und schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr mehr haben wollt von Star Wars Battlefront. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Euer T-Bones. Ciao.